Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Life is Strange 2. Da verhaspel ich mich schon im Namen. Ich habe so lange auf das Spiel gewartet, irgendwie bis alle Episoden draußen sind. Ich wollte es an einem Stück durchspielen, deshalb war es schon eine unwahrscheinliche Beherrschung für mich, nicht irgendwie direkt loszustarten, als die erste Episode draußen war, weil ich mich halt, wie gesagt, so auf dieses Spiel gefreut habe und versucht habe, mich überhaupt nicht spoilern zu lassen, was gar nicht mal so leicht war. Eigentlich weiß ich nicht viel über diesen zweiten Teil von Life is Strange, beziehungsweise wir hatten ja zusammen Life is Strange Before the Storm gespielt. Und ja, ich weiß eigentlich nur, dass es diesmal nicht um Max und Chloe und Rachel geht, sondern um ein Brüderpaar. Aber wirklich, das ist so die einzigste Info, die ich über dieses Spiel habe. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen doch jetzt mal ein neues Spiel starten. Langer Ladebildschirm auf jeden Fall schon mal. Aber genauso im Stil wie die anderen Teile. So ein kleines Skateboard in der Ecke. Hallo Spiel, fang an! Muss das so? 306, are you available? Copy. 240 negative? Sorry. False alarm on that code red near Magnolia. Shop off Post Alley. Thanks, 303. Copy. Dispatch, I need to run a license check on that 10. Okay, und es scheint mir, wir sitzen in einem Polizeiwagen. Officer Matthews, I've got a 1010 in progress. 1452 Lewis Avenue. I'm gonna need backup. Copy that. All backup available. Können wir uns umgucken? Ich kann mich leider nicht umgucken. Es gehört alles. Wow! Noch zur Sequenz. Okay, und da scheint alles irgendwie auseinanderzubrechen. Ich gehe fast davon aus, wir sind in Arcadia Bay. Okay, die Musik gefällt mir schon mal sehr gut. Es macht richtig Laune, das Spiel zu spielen. Oh, ich freue mich so, dass es endlich so weit ist, dass wir anfangen können. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Okay, update time. You heard back from Jen yet? No. I'm sure she'll reply at some point. Let me take a look at the situation. Hey, Jen, you going to the party tonight? Dude, we talked about this. Could you have any less game? I'm no good at this. Ooh, how about... Yo, Jen, see you at the party. Let me know if I should bring handcuffs. Oh my god, you thirsty bitch. Here, let Lila the Love Witch work her magic. Okay, just
Don't make me sound like a loser. I said matchmaker, not miracle worker. Hey, hold on. Let me check it before you send. Too late. Would be awesome to see you there? What? I could have texted that. It's a good start. She'll text back, you'll see. You know, I don't even know if I want to go tonight. Oh, please. It's gonna be fun. You hate every party. Oh, because they're all the same. Too many people, too fucking loud, everybody's wasted. Yes, Sean, you just described a party. Well, the suspense is killing me. It's Dad. Wants to know if I'm coming home after school. Jeez, I'm not a 10-year-old. He just cares about you, Sean. Anyway, you should be happy your dad's looking out for you. Oh, it's Jen. Saying she can't wait to see us at the party! What? Really? Yes! Told you I would work my matchmaker magic. So what should I wear tonight? A condom. Oh, haha. Paying plenty of attention in sex ed class, I see. Hey, lovebirds. Back from the loony bin? Shut the fuck up, dickhead. Damn, your neighbor's an asshole. Yep. Always true to himself. Man, we need to find a couch for your yard one day. Ooh, careful. Last time my dad almost busted me out here. Because you were alone? Your dad wouldn't bust me. He loves me. So, you want to hit or not? Wir müssen uns beeilen. Ziehen, ablehnen. Ach ja, warum denn nicht? Yeah, okay. It's Friday. Thanks for making me smoke again. Oh, then I'll make sure you don't smoke any weed tonight. Deal? Deal. Can't wait to see you baked as hell trying to pull this off. Speaking of weed, I got that covered tonight. What else do we need? Eric said his parents don't leave shit at the cabin, so we better make an official party list. Hey, whoa! What the hell are you doing? Don't move! You're my human post-it note. First, we need money for supplies, munchies, chips and dip, soda, etc. This better wash off. And of course, we must not forget the booze. I can probably snag a six-pack from Dad if he's got enough. Hey, did you ever think of maybe just sending a text instead? Oh, right. Blankets. It's gonna get so chilly tonight. You and Jen are gonna need something to snuggle under. Oh, one last thing. C-O-N-D-O... Ugh, stop. You're out of room, punk. Ja, meine Lieben, ich weiß nie, wann ich irgendwie was sagen darf, kann. Das ist wieder das gleiche wie bei den anderen Teilen von Life is Strange. Die beiden scheinen eine Party zu planen, beziehungsweise hier Vorbereitung. Und der lieber Sean hieß er, glaube ich, der ist wohl in diese Jenny verknallt. Und ja, seine beste Freundin bringt ihm jetzt mal ein bisschen bei, wie man da vorgehen soll. Und ja, Sicherheit geht vor, Kondome sind natürlich wichtig. Und ja, ach, ich find's witzig. Ich find's jetzt schon witzig.
Ja, was ist das? Ein Penis oder eine gute Zeichnung? Ja, wenn, sagen wir mal, eine gute Whoa, Zeichnung. Good drawing, Lila. Daniel's teacher would be proud of you. Ha! The pretentious artist has spoken. Don't fall asleep before me tonight, or you might see more of my skills. You wish. These fucking planes, man. I want to hate them, but I'll miss them so much if I move somewhere else. Shit changes so fast. I get so emo sometimes, wondering what will happen to us once we graduate. Will you still be my BFF? Will shit ever get better than 1452 Lame Avenue? Oh, und da kommt schon der erste, ich nenne es mal Schicksalsschlag irgendwie. Nach dem Abschluss will sie wegziehen. Und naja, wir haben gerade selber gehört, beste Freunde und so, und haben wir ja auch schon direkt mitbekommen. Ja, immer beste Freunde, sowas schwört man sich halt, aber man kann es halt nie wissen, besonders wenn ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Aber ich bin mal positiv. Und yeah, man. Wir werden immer gute Friends Freunde forever. Sein. Yeah, but what happens if we go to different colleges? Or you get sick of me? Whatever. You heard of the internet? No way distance can tear us apart. We're freaking fighters. Yeah, you're right. Best freaking fighters forever. Okay, it's getting way late and I gotta pick out my outfit for tonight. Skype me later when you're ready. Hugs. Talk to you soon. Stimmt, wir wollten ja auch noch ein Outfit von ihr wissen eigentlich. Da sind wir jetzt gar nicht zu gekommen. Hello, Friday night. Müssen wir wohl wahrscheinlich gleich mal selber gucken, was wir so im Schrank haben. Ja, und wir müssen ja jetzt die Liste raussuchen, gehe ich mal von aus. Oder noch einkaufen gehen. Schauen wir mal. Hey, perfect timing. Just the son I wanted to see. Oh, sure. But I'm a little busy. Did you see Lila? She said we can go to the movies next week. She said... Dude, bug her, not me. You're not exactly her type. You're lucky she puts up with you. Ugh, jeez. Thanks, Pop. I feel really supported right now. You're welcome. And now we need an objective judge. That would be you. Really? Hey! No shh, fair! Shh, shh. Court is in session. Judge Diaz, presiding over the case of the last Choco Crisp. I have to go, get ready for a party and stuff. So... Well, if you want to attend to a party and stuff, you have to earn it, Your Honor. Oh, shit. Hey, he swore. Yes, I heard tattletale. Please, Judge Diaz, be an example to the court and society. Then you can go hook up or chill or whatever. Now, who deserves to eat this final Choco Crisp? Your adorable little brother who eats about 10 bags a week, or your poor, suffering father who slaves over a hot engine to provide his family with a home and a garage? Me, me, me! Come on, Judge! Shh! Let him decide. Judge? Ach, der Vater gefällt mir auch jetzt schon. Please. Oh, und ich muss es jetzt wirklich entscheiden. Senor Diaz, also der Vater gewinnt, Daniel gewinnt oder beide sind schuldig. Ach, ich finde den Vater süß, gut, den Bruder, weiß ich jetzt nicht, wir necken uns wahrscheinlich so ein bisschen spielerisch, wie man gemerkt hat. Aber wir wollen ja zu der Party und wir hatten vorhin gehört, wir wollen eventuell auch ein bisschen so ein Sixpack vielleicht haben und ein bisschen Geld. Deshalb sind wir vielleicht doch mal auf der Seite von dem Vater. Ob der das gut findet, man weiß es nicht. Jetzt, ich glaube, diese Entscheidungen machen noch überhaupt nichts aus, aber man diskutiert trotzdem schon drüber. Ich wäre jetzt einfach mal für den Vater. Daniel is guilty of being a brat. So the Choco Crisp goes to Senor Diaz. What? No way. You're a cheat. Nope. I'm the law. Your Honor, I can't let you punish an innocent man. So? Oh, yeah. Yeah, I always knew you'd confess. Okay, back to work. I hear an engine calling my name. And you better play nice together.
like you always do. I have to go to work in my room, too. Yeah? Don't hurry back. Okay, war das jetzt falsch oder richtig? Ich weiß es nicht. Okay, let's get this party list started. Aber es war auf jeden Fall es ist, wie man merkt, ein friedlicher Umgang mit allen drei. Es ist ja wohl eine Familie. So, und wir können uns jetzt hier in diesem Haus umschauen. Und wie ich schon vermutet habe, sollen wir alles für die Party suchen. Und hier gibt es so viel anzusehen. Ich weiß gar nicht, wo wir... Ich starte mal doch hier... ich starte einfach mal hier. So. That's right. Qué pendejo. Erstmal lesen. 20. Oktober 2016. Herr Diaz, Ihre Grundstückgrenze überschneidet sich mit meiner und Ihre Kinder sind laut und bleiben nicht auf Ihrer Seite. Ich habe Ihnen mehrmals gesagt, Sie sollen einen gesetzmäßigen, vernünftigen Zaun nicht höher als 1,80 gemäß den Baunutzungsordnungen von Seattle zwischen unseren Grundstücken bauen. Und bis jetzt haben Sie dies nicht getan. Ich kenne meine Rechte als US-Bürger. Sie vielleicht nicht. Aber ich erwarte, dass Sie diesen Regeln folgen. Falls Sie keinen vernünftigen Zaun errichten, bringe ich Sie vors Bagatellgericht für Schadensersatz. Ihr Nachbar Scott von Forster. Ja, das ist ja schon mal nett. super Nachbarn, wie man liest, beschwert sich, dass die Kinder da ein bisschen auf seine Seite gehen und spielen und ja, typisches Arschloch, würde ich sagen. So, was haben wir hier? Turnschuhe. It's nice going jogging with Dad every once in a while. Though he's way too chatty. Okay, also wir gehen mit dem Vater ab und zu joggen. Was haben wir hier? Ist unsere Schultasche, glaube ich, ne? Was haben wir da drin? Wir haben einmal hier Jennys Notiz. Sie ist cool. Aber wir haben die Nummer von Jenny. Ja, müssen wir ja. Wir haben ihr ja getextet. Papas Feuerzeug. Ja, alles klar. Wir besitzen genau $3,20. Oh mein Gott, das reicht niemals, wenn wir noch einen kaufen wollen. Vielleicht kriegen wir ja noch Taschengeld oder so. Unser Ausweis. Aha, alles klar. Und Papas Foto. Oh, wie süß. Wir haben Papas Foto in der Tasche. So, das ist ein Mathebuch. Sehr schön, Statistik. Unser Mäppchen. Lass mal einmal angucken. Irgendein Test. C plus ist glaube ich, 3 plus. Ist C plus 3 plus? Bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber auf jeden Fall zerknüttelt, war nicht so wie erwartet, gehe ich mal von aus. Ein Fantasy-Buch, wir sind also auch noch Fantasy-Fan, okay. Ein Anti-Mobbing-Flyer, okay, von der Schule. Aufladegerät darf nicht fehlen, Schlüssel, Haustürschlüssel und so weiter. Oh, da war, warte, Moment, nochmal zurück. Da war so ein kleines Spielzeug-Lego-Männchen drin, wie süß. So, Kopfhörer ist klar, muss man. Ach so, hier USB-Stick. Weiß man wahrscheinlich gar nicht mehr, was drauf ist. Was ist das? Skateboard-Werkzeug. Ah, okay, sowas hat man dann in der Tasche. Wir sind also Skateboarder. Und Wasser war da noch. Oder sowas. So, was haben wir hier? Oh, ein Kamin. Schauen wir uns auch gleich mal an. What if Jen came over? We can build a fire and... Hui, Tagträumen. Stopp. Jo, ich glaube, der liebe Sean ist ganz schön verknallt. I don't know who plays more. Daniel or Dad. Okay, die beiden sind also Zocker. Finde ich sehr angenehm. Daniel spends hundreds of hours yelling into the mic playing Minecraft with Noah. Und der Kleine ist Minecraft-Fan, alles klar. Man. Is there any more boring sport than baseball? But you do you, Dad. Ja, auch mal auf dem Fenster schauen, was man da sehen kann. Rain. Makes me feel like drawing. Zeichnen möchte er, okay. Also er zeichnet.
Ja, gerade jetzt am Anfang erfahren wir wahrscheinlich viele Every kleine Christmas Details. Dad wants to watch the Lord of the Rings trilogy with us. Oh, Weihnachten, Herr der Ringe, schön, schön. Schöne Traditionen. So, hier auf dem Tisch können wir auch noch mal gucken. Oh, unterm Tisch liegt auch, was liegt da? Frisbee-Scheibe oder sowas? Und auf dem Tisch ein I'm not bad into cars, but these are pretty bitching. Mhm, ein Buch über Autos. Big Wheels. Wahrscheinlich vom Vater, der hatte ja irgendwas erwähnt von wegen am Auto rumschrauben. Vielleicht macht er es beruflich oder so, oder vielleicht als Hobby. Dad hates sushi, but he orders it anyway for us. Hm. Okay, das scheint also irgendwie der Eindruck besteht oder entsteht, dass man, dass das hier ein reiner Männerhaushalt ist, so wie es wirkt und wie sie reden. Party list. Ja, machen wir sofort, machen wir sofort. Dad flips out if I don't pick up my stuff, but Danny leaves his shit all over. Ja gut, so ist das mit kleinen Brüdern, ne? Die dürfen immer gefühlt mehr als man selber. So, dann gehen wir einmal in die Küche gucken. Vielleicht finden wir ja, können wir irgendwie die Hand nochmal anschauen? Nee, man, hier kann man die Kameraposition ändern, möchte ich gar nicht. Ich dachte, man könnte irgendwie auf die Hand schauen. Kann man wohl nicht, ich habe jetzt alles mal durchgedrückt. Naja, gut. Dad tries so hard to get on a healthy diet. I can't wait for him to be on Instagram. Mhm, gesund ernähren. Geldlas. Real funny, Dad. Münzen stehlen, da sind 16 Dollar drin. Na, stehlen wollen wir sie, glaube ich, mal nicht, ne? Ich weiß ja nicht, wie der Sean so drauf ist, aber ja, die Beziehung zu seinem Vater scheint ja doch ganz gut zu sein und ich glaube, dass wir da vielleicht nachher mal fragen könnten oder so. Da müssen wir uns jetzt nicht einfach irgendwas aus dem Haushaltsglas stibitzen. Meet the Diaz, Organization Experts. So, und hier hat man eine wunderschöne Liste, wöchentliche Hausarbeiten. Der Sean muss also saugen und das Zimmer aufräumen. Daniel Badezimmer putzen, Küche putzen, Zimmer aufräumen. Mhm, der Papa putzt. Pizza heißt Sean, Papa, ich, aha. So, Power Bear, Seen, Cake. Hm. Naja, gut, okay. Interessanter Plan. So, was haben wir hier? Mais-Sirup? What the? Is Dad baking something? Mit Mais-Sirup backt man? Keine Ahnung, also macht man das so? Okay. So, hier haben wir noch ein Nudelrezept. Yo, Dad's secret recipe? Fucking rules, actually. Und das geheime Rezept hängt einfach an der Küchenwand. Mhm, mhm. Oh ja, hier haben wir sogar ein ganzes Rezept. Also wer von euch das mal nachkochen will, hier könnt ihr das mal nachlesen. Wasser aufkochen, das heißt, es blubbert. Läuft nicht über. Auch schön, schön. Ja, ja. So, Pfeffer umrühren, reinhauen. Sehr gut. Also wenn ihr erstmal nachkocht, sagt mir mal, wie es geschmeckt hat. Da ist schon mal Bier, Limo, Keksteig. Mhm. Ja, was wollen wir? Können wir das nehmen? Wir nehmen mal die Limo. This will work. I don't want to get wasted in front of Jen. Mhm. So, jetzt haben wir hier Inventar. Da haben wir das Inventar, alles klar. So, und er hat gerade gesagt, Jenny möchte nicht, also er möchte vor Jenny nicht betrunken wirken. Ah, okay, wir können, Bier können wir jetzt austauschen gegen die Limo. Okay, better take that instead. Also wir können nur Bier oder Limo nehmen. Hm. Ja gut, lassen wir mal das Bier, weil hier unsere beste Freundin sagte ja Alkohol und so. Was mit dem Keksteig? Man, Daniel could live off this crap. Gut, den nehmen wir nicht mit. Wozu denn auch? Keksteig auf einer Party. Sonst ist hier nichts drin. Bleiben wir beim Bier, ne? Wir bleiben mal beim Bier. Soll ja eine Party werden. So ein
Ein Teil haben wir dann schon mal. Cross that off the list. Drinks down, food to go. Sehr gut. Bild können wir auch mal eben angucken. Daniel kept saying, I'm freezing. But we couldn't get him off the skis. Okay, wie gesagt, es scheint ein Männerhaushalt mit glücklicher Dreisamkeit von den allen zu sein. Ah, hier können wir den Schrank noch öffnen. So, und was haben wir hier? Kekse, nehme mit. Stand, glaube ich, auch auf der Liste. You're coming with me. Don't eat vor Halloween. Okay, Halloween-Süßigkeiten. Nee, die nehmen wir dann nicht mit. Da steht ja direkt dran, sollen wir nicht essen. Aber hier Chips. Ach so. Ach, wir können wieder nur Kekse, Chips oder Halloween-Süßigkeiten mitnehmen. Ja, dann nehmen wir... Naja, komm, Chips ist cooler irgendwie für Party anstatt Kekse. Maybe this is better. Weiß ich nicht, das ist so eine typische Mitbringsel für Partys. Habe ich hier auch nochmal? Nee, da ist kein Schrank mehr. Habe ich hier oben noch Schränke? Yep. Und eine Nachricht von Laila. Laila war ja unsere beste Freundin da. Gucken wir uns gleich mal an, aber ich würde jetzt gerne hier erstmal nochmal durchgehen. He was so proud to get that. He should be. So, und Automobiltechnik Auszeichnung. Aha, aha. Hat also eine gute Prüfung bestanden und der Vater ist richtig gut mit Autos und so. Also, es ist also nicht nur ein Hobby, es ist wohl sein Beruf. Hier haben wir noch eine Postkarte. Will Dad actually take us there one day? Doubt it. Mhm. Kann man die lesen? Nein, da steht nicht so viel. Ach, da steht vielleicht auf der Rückseite, hier können wir nicht durch. So, was haben wir hier noch? Oh, Rechnungen. The guy never stops working. Rechnung von Diaz Fahrzeugtechnik. Mhm, an Charles Barrys Leistung. Ach so, Rechnung für unsere Arbeit. Also wir kriegen Geld. Das ist natürlich besser. Besser, als wenn wir unsere nicht bezahlen könnten. Okay. Also der Vater ist immer am Arbeiten und Geld am Ranscheffeln. At least I don't have to help Daniel out with math. Thanks, Dad. Okay, und der Vater hat schon mit dem kleinen Bruder Mathe gemacht. Hier sehen wir alles. Ist alles schon ausgefüllt, brauchen wir also nicht. Sehr gut. So, dann sind wir da auch durch. Das ist mein Zimmer. Daniels Zimmer. Hier gucken wir nochmal einmal ins Bad vorher. Schick, das könnte mal ein bisschen geputzt werden hier. Dusche, Badewanne, also eigentlich alles, was man so braucht. Well, it's not my turn to do the laundry. Stand gar nicht auf dem Plan, wer mit der Wäsche dran ist. Oh, und wir können uns im Spiegel sehen. Das ist natürlich wieder... Oh, ich liebe es, wenn die Spiegel im Spiel funktionieren und wir können üben. Hey, Jen. What's up? Oh, try again, loser. Hey, you look totally hot. Oh my god, stop. Oh. Hey, you wanna share my blanket? Ja, genau so wird's funktionieren. Hey, Jen. Do you wanna hang out sometime? Not bad. Remember, don't be too thirsty. Nicht zu begierig sein. Hey, willst du unter meine Decke? Ja. Ich kenne mich da nicht so aus, also ich kann da Daniel gar nichts sagen. Better not use my toothbrush again. So, Zahnbürste von Daddy fasse ich nicht an. Alles klar. So, das war's im Bad. Wollen wir mal in unser Zimmer vielleicht zuerst gehen? Hallo? Betreten? Oha, ja, doch. Ich weiß nicht, ob es nach einem typischen Jungenzimmer aussieht, aber
Wir haben schon wieder eine Nachricht. Wow, da müssen wir gleich doch mal reingucken. Ja gut, dann gucken wir uns jetzt erstmal die Nachrichten an. Wo kann ich das? Das war das Inventar. Das war Inventar. Wo kann ich denn meine Nachrichten angucken? Hallo? Habe ich hier irgendwo Telefon? Da. So, das sind ja wohl schon ältere. Wäre super, dich da zu sehen. Och, wie schön. Das ist ja auch schon mal toll. So, und Laila, was hat die denn geschrieben? Hier können wir schon wieder durchscrollen, weiß niemand. Das sind ja wohl ein paar ältere. Scheiße, ich will nicht mehr auf diesem Planeten leben. Bist du schon bereit für die Party? Antworte oder ich nehme deinen heißen Papa mit. Oh, Laila gefällt mir. Schade, dass wir nicht antworten können. Hey Diaz, ich habe gehört, du wirst Murphy flache legen. Aha, okay, da gehen schon Gerüchte rum. Half. Na, müssen wir erstmal noch mal gucken, wie die ganzen Beziehungen hier zueinander sind. How many times have I watched it? Not enough. Mhm, Fan von the Group. Sagt mir gar nichts. So, wir könnten Musik machen. Schauen wir erstmal, was da so ist. Couldn't live without this shit. Machen wir mal an. Time to get in the mood for tonight. Mal gucken, was er so hört. Gottes Willen. Okay, das ist definitiv nicht so meine Musik, aber naja, gut, wem es gefällt, da gehen die Geschmäcker ja auseinander. Ah, Graffiti, okay. That would cut my arm off if I got a tat like that. But when I turn 18. Ha, also er zeichnet gern, er steht auf Tattoos und will unbedingt eins haben. Interessant, interessant. Turn your life. Flip of this coin. I really like that one. Ja, das ist auch wirklich gut, totally gut gezeichnet, finde ich. Ich kenne mich jetzt da nicht so aus. Thanks, Daniel. I'll treasure this gift always. Okay. Naja, aber ist doch lieb, dass er ihm da was gebastelt hat. Und eine Trophäe haben wir. He'll never make varsity at this rate. Wieso schaffe ich es nie mit... Ach so, weil es nur Silber ist? Was für ein Team will er denn? Told them not to take a picture of me after the race. I look like a sweaty pig. Ja, aber das ist ja normal. Also die sind ja wohl irgendwie gelaufen. Also so Marathonläufer oder sowas. I should practice instead of putting it up here. But it looks pretty rad. Ja, sieht stylisch aus da oben in der Ecke. Was haben wir hier? I think I know what to ask for Christmas. Also ist auch, also er zockt mit den beiden. Gerade schien es ja so, als ob nur der Vater mit dem Daniel spielt. Altes Handy. Dad wants me to keep this junk as backup. Als Absicherung. Right. Ja, ich glaube, jeder von uns hat irgendwie ein altes Handy noch im Schrank. Weiß auch nicht. Ich entsorge die Dinger auch irgendwie. Hi, Gunther. Sorry. You stay hidden here. Kondome? Oh. Die haben wir also auch in der Schublade. We got these for free during Sex Ed last year. Ja, da musst du aber erstmal aufs Datum gucken, ob die dann überhaupt noch haltbar sind. Aber wir können sie ja mal mitnehmen. In guter Hoffnung. Not sure Daniel was ready to be an uncle yet. Promise me. Man kann ja nie vorbereitet genug sein. Obwohl, das könnte das Mädel auch wieder abschrecken, ne? Wenn er sofort da mit einer ganzen Schachtel Kondome ankommt. Very funny, Laila. Good thing my boss has a sense of humor. Kind of. Und die Laila hat richtig Sinn für Humor. So, ich werde einmal kurz Laptop benutzen.
Sorry, Lila. I'm just not a selfies kind of guy. Mhm. Hier kann man leider nicht. Okay. Don't be a stalker, Sean. Man, this is taking forever. Oh my god. The internet was a mistake. Katzenvideos! Katzenvideos für alle, okay. So, hier haben wir noch einen Schrank. Ich möchte gern, hallo, den Schrank bitte öffnen. So, was haben wir hier? Eric got us some purple last month. It was fucking insane. Was ist das? Hand? Dann nehmen wir mal mit. Lila provides the weed tonight. I better be ready. So, dann noch ein Flyer. Was ist das für ein Flyer? My first hangover. Dad laughed at me so hard when I came back home. Ah, das wird wahrscheinlich diese Party sein. Also eine Party, damit man die Unterstufe verlässt. Also nicht damit, weil sie halt die Unterstufe verlassen. Alles klar, was haben wir hier? Arbeitskleidung. Man, wir jobben also. I so don't want to work this weekend. Also wir verdienen auch ein bisschen Geld. So, was haben wir hier noch? Pinnwand. We almost got caught by a crazy old dude. But it was such a blast. Okay, das scheint, ich weiß nicht, ob es jetzt die Lila ist oder vielleicht die Jen. Ich weiß es nicht so genau. Was haben wir hier noch? Ein Bild. Da This ist was Lila. Such a cool day. Can't wait to go back out there with the crew. Und vielleicht ist hier der rechte Typi der H vielleicht. Ist das unser Kollege, Freund, wie auch immer? Ja, das werden wir schon alles noch herausfinden. So, aber dann sind wir hier, glaube ich. Sind wir durch, oder? Moment. Spielen. Achso, da kann ich wieder neu die Musik anmachen. Wir können uns auch mal kurz hinsetzen und zeichnen. Lila will survive if I take 5 to practice my drawing. I should take a good look at the subject before drawing. Okay, wir können die Kamera betrachten. Wir können jetzt wirklich hier irgendwas zeichnen. Also die Zimmerecke. Cool. I think I'm ready to draw this. Okay. Und wie zeichne ich das jetzt? Okay, ich kann hier L jetzt bewegen. Damn. Foreshortening is a bitch. Ich weiß nicht, ob ich genau hier irgendwie was besser und so, weil im Moment. Muss ich immer hier gucken oder wie funktioniert das? Habe ich noch nicht so ganz. Hope I won't mess up too much with the proportions. Okay, so scheint fertig zu sein. The lining is nice. It's been a while since I've sketched my room. Pretty good. But I can add more details if I want. Ja, ein paar Details wären ganz schön. So kann ich das auch zeichnen. Time to take the pen, dude. So, versuchen wir nochmal Details reinzumachen. Genau, hier, genau, da hängt ja das Hemd. Ja, oh, jetzt kommt ein bisschen mehr Bewegung hier rein. Das ist schöner. I think I'm on the right track here. Ja, doch, doch. Bist du. My room almost looks cool on this. Not an easy task. Ja, doch, doch. Good job. Hat er schön gemacht jetzt. Hat er schön gemacht.
So, aber dann geht's jetzt mal weiter, würde ich sagen. Wir haben ja jetzt hier alles angeguckt. Jetzt können wir mal weiter das Haus erkundschaften.